Weiter geht's, Leute, mit Guardians of the Galaxy. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video, Leute. Und ihr könnt jetzt sehen, wir sind stehen geblieben mit den Guardians an diesem Schiff hier in der Milano und alles ein bisschen niedergeschlagen, weil der World Mind will den Guardians, ja, er will uns nicht helfen. Oder sie oder es oder was auch immer. Und alles niedergeschlagen ein bisschen. Und Drax, glaube ich, denkt ein bisschen an seine Familie. Ich würde dann sagen, wir sprechen an. Dann auch liken, wenn es dir gefällt. Wie in jedem Video. Ich würde mich sehr Drax, freuen. Ich will nicht reden. Okay. Wir sind alle am Ende. Ruh dich ein bisschen aus, wenn du kannst. Die ganze Reise, alles mehr oder weniger umsonst. Der World Mind, eins der mächtigsten. Großer Anführer. Hey, warum so bockig? Eines der mächtigsten. Ich weiß gar nicht. Ist der World Mind was Starkes? Hat er eine bestimmte Kraft, außer jetzt Datenbanken zu speichern? Oder ist er einfach nur dort, um einfach nur groß zu wirken? Och, Gamora, was ist denn los? Warum ist es denn so bockig jetzt? Klar, es ist scheiße gelaufen. Ey, hallo? Gamora! Ich hätte mit dir reden sollen davor. Scheiße. Ich hätte mit dir reden sollen. Ah, Mist! Hey, wir sind alle frustriert. Wir haben beim World Mind alles gegeben, aber die haben nicht zugehört. Es spielt keine Rolle, sie hatten sich bereits entschieden. Oh, sie ist das sie, echt okay. Mies verhalten. Mhm. Ich meine, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe sie nur gebeten, ihren Job zu machen. Und was ist mit deinem Job? Meinem Job? Hast du gesehen, wie groß das Kirchenschiff ist? Was soll ich denn machen? Du und das World Mind seid gar nicht so verschieden. Hey. Was? Vielleicht, weil ich einen Tyrann als Vater hatte. Aber für mich haben Anführer keine Angst davor, was zu unternehmen. Was zum Teufel? Aber wir haben doch was unternommen. Wir wollten doch den World Mind überreden, obwohl wir jetzt nicht so stark sind. Der World Mind ist, glaube ich, schon eins der stärksten Dinge hier im hier in der Galaxie. Neben dieser komischen Kirche. Oder etwa nicht. Das ist doch, ey, ist doch Schwachsinn. Ist doch Schwachsinn, come on. Duschen? Oh. Oh, okay. Dann duschen wir erstmal und kommen ein bisschen runter. Oder ist es jetzt eine Sequenz? Eine Story-Sequenz oder nur was für zwischendurch? Für die weiblichen Augen oder so? Okay, warum aber gerade diese Bewegung von Peter, dieses Rumgewische, das war schon gerade ein bisschen auffälliger. Was heißt das, Peter? Was heißt das? Was war das gerade für eine Bewegung von dir? Alles okay, das war normal. Und schon wieder ist das offen. Schon wieder ist dieser Kühlschrank offen. Was hast du gemacht, Rockets? Ey, alle drehen gerade völlig am Rad. Alle drehen am Rad. Wie geht's dir, Rockets? Hey. Wie sieht's aus? Ich hoffe, eben geht's wenigstens gut. Was meinst du denn, wie es aussieht? Also, ich... Der Spannungsschaltkreis hat die Stielbolzen zerschmolzen, der Rückwärtsroutenplaner ist nicht mehr ausgerichtet und ich sehe nicht mal mehr den Flak-Sensorknoten hinter dem Fluxkompensator. Ich verstehe kein Wort. Moment. Fluxkompensatoren gibt's wirklich? Was? Nein, ich meine Flusskompensator. Ich bring die Wörter durcheinander, wenn ich müde bin. Also Rocket ist jetzt momentan der Einzige, der hier gerade alles für uns erledigt und nicht bockig ist. Das finde ich eigentlich relativ stark von Rocket. Hätte ich niemals gedacht, dass es jetzt so produktiv ist hier mit der Milano. Rocket? Was ist denn? Ich bin beschäftigt. Ich wollte sagen, wenn du nach dem hier eine Pause brauchst, wird keiner was dagegen haben. Das will ich auch hoffen. Nun, ich... Nein, ich bin noch nicht fertig. Ganz egal, wie laut du fragst. Hey, es tut mir leid. Ich habe die Beherrschung verloren. Ich hätte nicht so schreien dürfen. Na schön. Ich hätte das Schiff sowieso repariert. Ich mag's nur nicht, wenn man mich rumschubst. Ich verstehe schon. Jetzt bleib mir vom Pelz, ich arbeite an der Düse. Okay, viel Spaß, Rockets. Dann würde ich sagen, ab zu Groot. Der Einzige bestimmt, der hier noch relativ normal ist. Ich hoffe, Peter kann ein bisschen Groot verstehen. Wir reden es mit ihm. Wow. Hey, Groot! Was trinkst denn du da für ein Zeug? Ich bin Groot.
Sieht aus wie Kräutertee, aber... naja, riecht irgendwie komisch. Ich bin gut. Wie bleibst du immer so besonnen? Ja, Groot ist immer so ruhig. Immer sehr ruhig bei Streitereien, bei Komplikationen. Wir fragen nach. Sag mal, Großer, wie bleibst du nur immer so besonnen? Ich bin Groot. Ich meine, jedes Mal, wenn irgendein Mist passiert und uns das Wasser bis zum Hals steht, bleibst du immer cool. Ich bin Groot. Wow. Ich wünschte, ich könnte das verstehen. Du hast immer den Durchblick, oder? Ich bin Groot. Ja, hoffentlich bleibt das so. Wir können alle was von dir lernen. Das wäre cool, wenn man die Übersetzung lesen könnte, was Groot damit sagen will mit Ich bin Groot. Aber so eine kleine, kurze Übersetzung, was er sagen könnte oder was er gesagt hat, wäre schon ziemlich geil. Hör auf zu summen! Hey! Mir egal, ob der heisere Kabeltauer dein Gesinge mag. Ich muss mich konzentrieren. Ey, lass doch Groot singen. Ey, der lass aber Groot nicht singen. Du scheiß Waschbär. Ich bin Groot. Rocket, lass den lieben Groot doch einfach summen, Alter. Oh, ist der süße Groot. Ey, ist so geil gemacht. Sau geil gemacht. Okay, dann würde ich sagen, Leute, wir gönnen mal Peter auch mal eine kleine Pause hier in seinem Zimmer. Wie bist du? Hä? Oh, jetzt kriege ich bestimmt Flöhe. Oh! Hey Groot, hast du je die Packung Riemenklemmen gefunden, die ich unter deinem Fahren verloren habe? Was? Oh, ja. Komisch, sowas zu sammeln. Und ich sammel schon komisches Zeug. Oh, so ist das nicht. Ich habe sie in der Quarantänezone gefunden und einfach behalten. Warum? Oh, keine Ahnung. Als Erinnerung daran, wer ich früher war, wie ich hierher kam, ist das dumm. Nicht unbedingt. Willst du darüber reden? Warst du davon nicht ein bisschen abgefuckt auf uns, oder... Wir reden trotzdem. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber mein Dad ist sowas wie der König von Spartax. Ich weiß. Wirklich? Das heißt, klar weißt du es, natürlich. Du bist du. Ja, und es ist nicht gerade ein Geheimnis. Ich hätte dasselbe getan, den Nachwuchs eines mächtigen Herrschers entführt, um ihn zu kontrollieren. Nur Hala weiß, wie lange sie dich festgehalten haben. Mit dem einzigen Grund, dass Bartol reich daran zu hindern, sich dem Widerstand anzuschließen. 4 Jahre. Was? 4 Jahre. So lange war ich dort. 4 Erdjahre. Und ein paar Tage. Das tut mir leid. Muss es nicht. Ich dachte lange, mein Dad würde kommen und mich holen. Eine Armee ausheben. Spione entsenden, die mich befreien. Irgendwas. Hat er aber nicht. Es war wohl nicht politisch vorteilhaft. Väter sind manchmal scheiße. Glaub mir. Dein Dad wollte dich wenigstens. Meiner hat mich nicht mal nach dem Krieg empfangen. Erstens ist eine Entführung nicht wollen. Täusch dich nicht, Peter, du wurdest nicht als Einziger aus deinem Zuhause verschleppt. Und zweitens, du warst auf Spartax? Ich hatte sogar eine Rede vorbereitet und alles. Hey Dad, ich bin's, dein Sohn, den du in einem Shitori-Knast hast verrocken lassen. Oder ich hätte ihm eine reingehauen. Ich war unentschlossen. Bin's immer noch. Ins Weiße Haus zu kommen wäre leichter gewesen. Weißes Haus? Mein Dad steht total auf bürokratischen Bockmist. Ich dachte, als sein einziger Sohn bekäme ich problemlos eine Audienz, aber ich brauchte einen Termin. Im Spartol-Reich herrschte für lange nach dem Galaktischen Krieg politischer Aufruhr. War er zu beschäftigt für seinen Sohn? Ja, genauso kam's rüber, laut und deutlich. Ich habe seinetwegen alles verloren, was ich je geliebt habe, und er wollte mir nicht mal in die Augen sehen. Es tut mir sehr leid, Peter. Muss es nicht. Ich wollte ihm wirklich eine verpassen. Interessant. Also wir erfahren wirklich einiges über Peters Vergangenheit, über seinen Vater. Was ein Dreckskerl, der Vater. Warst du schon mal auf Shitori Prime? Öfter, als ich zugeben möchte. Dann weißt du ja, wie es ist. Wie sie sind. Diese kreischenden, kratzenden, zischenden Reptilien. Frisch aus dem Albtraum. Oh ja. Schwer zu vergessen. Ich habe ein paar echt üble Filme gesehen, aber nichts kommt auch nur annähernd an das Leben auf Shitori Prime ran. Ich war nur ein Kind.
Ich wusste nicht mal, was Aliens sind, bis sie bei mir im Garten auftauchten. Und jetzt? Und jetzt bist du von Aliens umzingelt. Es gibt nicht viele Menschen hier draußen. Klar, ein paar laufen schon rum. Richard Ryder? Genau, zum Beispiel. Aber der könnte auch ein Alien sein. Jedenfalls bin ich ziemlich allein. Alles nur, weil ich für die Chitauri einen gewissen Wert hatte. Nicht nur für die Chitauri, für Thanos auch. Natürlich hat dein Dad die Fäden gezogen. Wobei mir Thanos fast lieber gewesen wäre als diese Echsen. Ich garantiere dir, dass Thanos nicht die bessere Option gewesen wäre. Mag sein. Ich meine, weißt du, was die Chitauri mit ihren Gefangenen machen? Also mit den Wertlosen? Sie werfen sie in eine Arena und lassen sie gegen Monster kämpfen. Sie wetten darauf. Gefangenen wird ein Arm oder Bein gebrochen, um die Chancen zu manipulieren. Alles nur für ihre kranke Insektenunterhaltung. Du hast überlebt, Peter. Stärkere Männer als Drax wurden in diesen Arenen abgeschlachtet. Du hast überlebt. Ja, ich hab überlebt. Als Faustpfand. Wäre dir der Tod lieber gewesen? Ich weiß es nicht. Damals vielleicht. Jetzt eher nicht. Dann sei froh, dass du davongekommen bist. Ich bin's nämlich bei Hala. Naja, jedenfalls spielt es keine Rolle mehr. Ja, du hast wohl recht. Langes Gespräch, aber sehr interessant. Okay, Lama, jetzt verzieh dich. Mein Bett. Aber sehr geil gemacht. Ich liebe die Gespräche, die Tiefe, diese detailreichen Sachen einfach. Hätte ich nie gedacht, dass es mir so viel Spaß macht. Aber schlaf gut, Peter, das hast du verdient, ey. Aber es ist ein bisschen komisch, davor war Gamora ein bisschen sauer auf uns und auf einmal wieder ist sie so nett so. Also, es hätten die, glaube ich, ein bisschen besser machen können, dass Gamora noch sauer bleibt. Und ja, das Bett stinkt. Toll. Ich hoffe, die werden sich wieder irgendwann, sage ich mal, vereinen und versöhnen. Okay, da hört Peter ein bisschen Musik einfach. Und ich glaube, wir reisen vielleicht wieder in die Vergangenheit. Oder es wird irgendwas Krasses passieren, oder Peter steht vielleicht ein und träumt irgendwas Schlimmes oder was Schönes, je nachdem wie es wird, ne? Hallo? 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 Hallo, ist da jemand? Oh, okay, jetzt dachte ich schon. Mein Schiff? Das ist unser Zimmer? Hm. Wieso ist das so klein? Wie siehst du denn aus? Ich meine ich. Oh. Krasse Frisur. Was? Was? Was soll das? Wieso bist du ich? Komm schon, der sprechende Waschbär wartet auf dich. Und die anderen auch. Rocket. Ja, er hat dieses Ding repariert. Dieses kaputte. Hey, wenn wir jetzt so ein cooler Weltraumchecker sind, warum müssen wir dann vor den Bösen weglaufen? Das ist kompliziert. Nein, ist es nicht. Wir sind gelandet und hör auf wegzulaufen. Und da träumt der Peter wirklich irgendwas Schräges, wie ich bestimmt irgendwie auch gedacht habe. Er träumt einfach von seinem alten Ich. Krass. Groot wollte dich schlafen lassen, ist das zu fassen? Wie lang war ich weg? Lang genug, um uns den ganzen Weg zur Quarantänezone zu fliegen. Moment, wie sind wir hergeflogen? Quill, willst du dein Schiff reparieren oder nicht? Mein Schiff! Ja, dein Schiff. Komm schon, die anderen sind draußen. Sind schon alle draußen? Ja, sie warten auf uns. Also, Peter war schon sehr verwundert, dass sie schon da sind. Also, da muss er wirklich lange geschlafen haben. Also, wie lautet der Plan? Nehmen wir noch, glaube ich, einen Traum alles hier. Nicht jeden Schrott. Wir suchen einen Karton. So, gehen wir. Hier waren wir doch schon. Seht mal, wer da gerade aufgestanden ist. Der Nager hat entschieden, als du geschlafen hast. Ja, ich weiß. Du hast ja lang gebraucht. Was? Nikki?
Hey, du solltest nicht hier sein. Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich weiß, aber... Nikki! Leute, sie darf euch nicht erreichen! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Das ist alles nur ein Traum! Renn, renn! Schnell renn! Keiner tut meinem Freund weh! Nein, Groot! Rockets! Sie werden allein gesaugt! Ach du Kacke! Gamora wird auch sterben, alle werden sterben, Leute! Aber es ist wieder alles ein Albtraum! Alles nur ein böser Albtraum! Tschüss, Drax, wir hören uns! Weiter, Drax! Ehre meinen Tod! Ach du Kacke! Alle Guardians werden aufgefressen! Und Peter ist der Einzige nur noch! Renn! Schnell, Pizza, renn! Halt's Maul, Pizza! Halt's Maul, altes Ich! Halt's Maul, alter Pizza! Deine Frisur ist hässlich! Lass mich in Ruhe! Deine Frisur ist sau hässlich! Wir können nicht weiter vor unsere Probleme weglaufen! Leute! Es tut mir leid! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Doch, das weißt du! Du weißt es! Wir müssen uns unseren Ängsten stellen! Verantwortung übernehmen! Nein! Das ist alles falsch! Lass mich in Ruhe! Warum verfolgst du mich? Was machst du da? Helden laufen nicht weg. Nichts von all dem ergibt einen Sinn! Nein! Das ist alles falsch! Wir können nicht weiter vor unseren Problemen weglaufen. Es ist meine Schuld, oder? Das alles! Wir sollten ein Held sein. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Verantwortung übernehmen. Sei leise, kleiner Pizza. Ich glaube, wir müssen stehen bleiben, Leute. Wir müssen stehen bleiben. Oder nee, jetzt schießen! Nichts von all dem ergibt einen Sinn! Leute, jetzt können wir schießen. Ah, wir stehen, dann können wir schießen, Leute. Ach, was? Man muss stehen bleiben, bevor ich schieße. Das war davon nicht der Fall gewesen. Ach, krank. Sehr krank. Peter Quill. Peter Quill, wach auf. Drax. Wir haben es besprochen, Mann. Du musst das lassen. Dein uneheliches Kind hatte recht. Meine Familie wird wiederhergestellt. Was? Nein. Ja, okay. Wir müssen nur Vertrauen haben. Nein! Kapitel 10, Glaubensprüfung. Drax, du machst mich echt nervös, Mann. Du sollst die frohe Botschaft auch hören, Peter Quill. Auch du hast deine Familie verloren. Deine Mutter. Die Kree-Frau. Du weißt, wie viel Schmerz Verlust bereitet. Drax. Doch der Glaube und das Versprechen der Matriarchin können unsere Familien wieder vereinen. Drax, also ich... Du hast ihr Versprechen doch angenommen, oder, Peter Quill? Ihn hinhalten. Komplett angenommen. Hinhalten. Er tritt durch, Leute, er wurde übernommen von der Kraft. Von irgendeiner Kraft. Ich habe nur ein paar Fragen. Ich verstehe. Das Versprechen der Matriarchin ist überwältigend. Überwältigend, kann man wohl sagen. Ich habe auch Zeit gebraucht, um das Wunder ihres Versprechens zu erkennen. Ja, genau. Zeit. Brauche ich auch Zeit. Ich gebe dir Zeit, Peter Quill. Allerdings bin ich unsicher bei den anderen. Der Holzmann lässt sich womöglich bekehren, aber ich fürchte die Attentäterin und der Nager nicht. Das macht sie zu einer Bedrohung für unsere Sache. Ich muss sie beseitigen. Nein, du machst gar nichts. Sie sind unsere Familie. Du machst gar nichts, Drax. Sie verdienen eine Chance. Das ist alles ein bisschen viel für sie. Glaubst du wirklich, sie nehmen das Versprechen an? Ich weiß es. Nimm Gamora. Ihr Vater war Thanos. Sie muss noch einiges verarbeiten, bevor sie das annehmen kann. Und Rocket! Wo fange ich da an? Er ist quasi ein wandelndes Laborexperiment. Und was Nikki, die Matriarchin, da gerade anbietet, das ist quasi völliges Neuland für ihn. Und der Holzmann? Du hast doch selbst gesagt, der wird dabei sein. Wir reden von Groot, Mann. Er ist unser Fels.
Na gut, Peter Quill. Tja, gut, gut, das ist toll. Ich sag's gleich den anderen. Nein, ich hole sie und bringe sie zu dir. Und wie? Sie ist eine Million Lichtjahre entfernt. Wir sind bereits auf ihrem Planeten gelandet. Was? Denk scharf nach, Peter Quill. Wenn ich zurückkehre, will sie eine Antwort von dir. Ich hoffe, das ist ein Traum. Ich hoffe, das ist ein Traum. Wir können doch darüber reden. Na, oh nein, Drax wurde übernommen, Leute, von der Matriarcharen von Nikki. Wie kommen wir hier raus? Ich bin hier, Rocket. Oh, Flock sei Dank. Peter, Rocket, warum ist meine Tür von außen versperrt? Ja, Drax hat sich möglicherweise der Kirche angeschlossen. Was? Im Ernst? Ich bin Groot. Ich weiß, es ist super verkorkst. Drax ist auch verkorkst. Er hat uns vielleicht auf die Sacrosanct gebracht, um die Matriarchin zu finden. Aber don't worry. Don't worry? Ja, ihr wisst schon. Be happy. Ich könnte vielleicht die Selbstzerstörungssequenz der Milano aktivieren. Was? Das ist dein Plan? Was? Hast du einen besseren? Schwer sich zu konzentrieren, wenn Peter singt. Ich denke nach. Denk woanders nach. Hör auf zu singen. Lama? Nur zu deiner Information. Das Lama-Ding liebt meine Stimme. Sie heißt Cammy. Das ist es. Wir sind eingesperrt, aber sie ist es nicht. Ja und? Sie ist dumm. Aber sie kann uns trotzdem helfen. Kannst du Schiffspläne auf mein Tablet schicken? Und vielleicht ein Kamerasignal? Ja, okay. Warum? Ich will sehen, wo Cammy ist. Fertig. Du hast Zugriff. Okay. Also müsst jetzt die liebe Cammy dann zu den Kamen locken, damit sie es durchbeißt, okay, oder wie? Okay, ich sehe sie. Oh, Gamora, ja. Sing was. Irgendwas. Warum? Tu's einfach. Oh. Ich singe jetzt ein Lied, hoffentlich gefällt's dir, denn... Oh, wow. Sie hasst deine Stimme. Flattig. Das ist gut, sie reagiert auf Gesang. Wenn wir sie zu dem Kontrollfeld in der Nähe des Cockpits bringen können. Die Steuerung der Notfalltüren. Genau. Sing einfach weiter. Ich benutze die Sprechanlage und bringe sie dazu, den Override für die Schlösser anzuknabbern. Sie knabbert alles an. Ich singe. Ah, nee. Sing Note von... Oh, don't worry. Rockets? Sing. Falls das irgendein Trick ist. Ich hab einen Plan. Ich hab einen kleinen Plan. Bla 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 bla. Groot macht doch die Stimme von ihm. Groot, sing was. Groot. Jetzt weg mit dir, du scheiß Lama. Es ist schwer, das ist sehr schwer, Leute. Don't worry, be happy. Versuch mal ohne Sorgen glücklich zu sein. Wenn du verflagt weißt, wo gestrandet bist. Don't worry. So, gleich dann wieder Rocket benutzen. 3, 2, 1, jetzt! Bla, 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 bla. Jetzt doch wieder ein bisschen Groot. Okay, komm schon, Flauschi. Let's go. Mach, was du am besten kannst, du Kaumonster. Leute, ich glaube, sie macht's. Let's go, beiß es ab, Lama. Ich liebe dich, Lama. Du bist das Beste. Unfassbar, es hat funktioniert. Ach du Scheiße. Das ist nicht die Sacrosanct, wir sind auf einem Planeten. Na prima, Flag sei Dank. Lasst uns einen Abgang machen, bevor Drax mit seiner neuen Freundin hier auftaucht, dieser beknackten Matriarchin. Rocket, hör auf! Wir lassen Drax nicht im Stich. Ist er überhaupt noch Drax? Ich meine, jetzt, wo er konvertiert ist. Ich weiß. Wir müssen ihn eben von der dunklen Seite zurückholen. Du hast ernsthaft vor, ihn zu kidnappen? Drax, den Zerstörer? Mit Betonung auf der Zerstörer. Wir sind schon zu weit gekommen und haben zu viel durchgemacht, um jetzt einen Freund zurückzulassen. Und noch ist Drax unser Freund. Oh nein, das ist nicht mehr unser Freund. Muss ich deutlich machen, wer hier das Kommando hat? Oh, shit. Du schießt doch jetzt nicht mit deinen Scheißknarren auf mich. Nein, noch nicht.
Ich will nur, dass du begreifst, wie ernst die Lage ist. Wir werden hier bleiben. So ist das? Flarquill. Es wurde auch langsam Zeit, dass du mal Eier zeigst. Also gut, ich bin dabei. Sonst noch Einwände? Nein, alles gut. Ich bin gut. Gut, dann suchen wir mal unseren Freund. Alter, da war Peter zum allerersten Mal ein bisschen ernster drauf. Das war eine coole Szene, aber man hat auch gesehen, dass Peter ein bisschen stolz auf sich war. Oder sowas lustig fand. Also Peter, ich mag dich sehr. Und dich auch, Lama. Ich will nur sicher gehen, dass du bereit bist. Spielt keine Rolle, Quill. Ich versuch's sowieso. Wenn alles klappt, sind wir bald wieder zurück. Und wenn nicht? Naja, dann muss eben jemand deinen Hintern da rausschaffen. Na, bereit, Drax zurückzuholen? Bereit? Nein. Aber je länger wir warten, desto weiter driftet er ab. Okay, wie wär's mit jetzt? Jetzt bereit? Peter, es wird länger als 50 Ticks dauern, um einen Plan zu entwickeln. Ich weiß, dass du bereit bist. Ich bin Groot. Du bist bereit, wa? Dann auf zum Planeten also, oder wo wir auch gelandet sind. Okay. Und retten wir mal weiter. Den Drax. Ist das die... Süßigkeitenplanetfabrik oder was ist das hier? Wie oft muss ich es euch noch sagen? Ich mag Wasser nicht! Hey, ich bin nicht hier gelandet, okay? Das war Drax. Ah, das Zeug ist ekelhaft! Das meint ihr nicht ernst? Ja, nasses Fell ist das Schlimmste. Rocket, bist du in Ordnung? Es reicht! Ich hasse Wasser! Ich hasse es, nass zu sein! Und ich hasse es, nicht bezahlt zu werden! Wir sind nicht hier, um bezahlt zu werden. Wir sind hier, um Drax zu retten. Alter, was ist das für ein Plan? Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge dann den Drax hier suchen. War eine sehr entspannte Folge, aber auch eine sehr coole Folge. Ja, aber Drax, er dreht ein bisschen durch. Dann würde ich sagen, wenn der Like, wenn es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann. Bleibt gesund und ciao, ciao.